Hallo und herzlich willkommen zum Start der Kalenderwoche 38. Letzte Woche haben wir einen ganz tollen Anlass bei uns auf dem Kaiserhof gehabt. Und zwar sind die Schulen vom Alters und das Gewerbe vom Alters bei uns gewesen. Und wir konnten sich austauschen zum Thema Berufsbildung. Das Ziel ist, dass man die Zusammenarbeit zwischen den Berufsbildnern und den Schulen kann verbessern und ein gutes Netzwerk spannen kann. Dann hat es einen ganz tollen Bericht gegeben in der Gartenbau, unserer Fachzeitschrift, zu unserem Talentwerk. Ein Bild von unseren Lernenden und einem Praxisbildner hat es sogar auf die Titelseite geschafft. Dann sind in den letzten Tagen auch die World Skills, also Berufsweltmeisterschaften in Lyon gewesen. Unsere Zentralschweizer Gärtnerkollegen, der Reto Dali und Samuel Binder, haben einen super Backup abgeliefert. Leider ist zum Zeitpunkt vom Redaktionsschluss von dem Video das Resultat noch nicht bekannt gewesen. Im Wochenthema zeigen wir dir, auf was dass du schauen musst, wenn du einen Spitzhammer am Bagger hast. Wenn man bei den 5-Tonnen-Bagger den Spitzhammer anhängt, muss man unbedingt darauf achten, dass der Hahn auf der Seite ist, wo das Spitzhammerzeichen ist. Anhängen kann man prinzipiell auch nicht falsch, man muss einfach immer die gröbere Leitung nehmen. Bei den 9-Tonnen-Bagger ist es etwas anders. So sind wir jetzt auf Greifermodus, da muss man auch den Hebel wieder runter. Dann sind wir so auf Spitzmodus. Jetzt hocken in der älteren Generation einen TB290, also 115 ist das. Und hier muss man jetzt mit dem AUX-Knopf einmal drücken, dass du vorne auf dem 1 bist im Display. Wenn der Hebel umgestellt ist und hier auf dem 1 bist, bist du im Spitzmodus. Auf dem 2 oder auf dem 3 funktioniert dann nicht richtig, der Spitzhammer. In der neuen Generation, 92er und 2150er, haben wir das Armaturenbrett. Hier muss man mit dem AUX-Knopf drücken, bis man auf Spitzhammer ist. Und nachher hier oben den Knopf auch auf Spitzhammer umstellen. Dort ist das automatisch umgestellt und man muss keinen Hebel mehr wechseln. Danke vielmals im Vanya und im Daniel Bucher, die das Video erstellt haben. Und jetzt wie immer an dieser Stelle noch ein paar tolle Bilder von unseren Baustellen und Kundengärten von der letzten Woche. Und das wär's gewesen. Jetzt wünschen wir dir einen ganz erfolgreichen Start in die neue Arbeitswoche. Einen schönen Tag, mach's gut und have fun!